Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Crafty Disney Girl. Viel Spaß beim Zuschauen. Für mein heutiges Layout habe ich zwei Bilder. Hier habe ich zwei Schautafeln abfotografiert aus dem Park Skotjan. Das ist ein Gebiet, ein Höhlensystem mit Tropfsteinhöhle und Wanderwegen und allem Möglichen. Ja, das verbastel ich heute. Hier habe ich als Hintergrund mir von American Crafts einen cremefarbenen Cardstock ausgesucht, der auch so texturiert ist. Und dann habe ich hier diese drei 6x6 Papierbögen und diverse 4x6 Journaling Cards, genauso wie ein paar 4x4 Journaling Cards, wo mir eben entweder das Motiv gefallen hat oder das Muster, um es quasi ersatzweise als gemustertes Papier zu. Das sind wie gesagt die 4x4 Journaling Cards und dann habe ich hier noch diverse kleine Die Cuts und Sticker und Chipboard Teile aus der Kollektion. Und als Kollektion habe ich mir hier ausgesucht von Simple Stories die You Are Here Kollektion. Die ist schon ein wenig älter, entweder 2011 oder 2014. Bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher. Ja, als allererstes habe ich mir die zwei Bögen orangefarbenes Papier ausgesucht, um darauf meine Fotos zu matten. Damit haben sie einen einheitlichen Look und heben sich auch von dem cremefarbenen Cardstock schön ab. Hier benutze ich dann meinen kleinen Papierschneider, um ja, das 6x6 Papier auf meine Fotos entsprechend anzupassen. Und ja, hier habe ich so die Meinung, dass das die eine Seite ein bisschen schräg geschnitten ist. Also wird dann nochmal begradigt sozusagen. Ja, und dann geht es auch schon daran, weitere Teile zu suchen, mit denen ich mein Layout gestalten kann. Da habe ich hier die 4x4 Journaling, nicht 4x4, 4x6 Journaling-Karte, wo Let's Go on an Adventure draufsteht. Und darüber waren noch eine Reihe an Kameras. Die wollte ich für dieses Layout jetzt erst einmal nicht haben. Ich habe mich nur für den Titel entschieden, um so auch den Höhenunterschied zwischen meinem horizontalen Foto und dem vertikalen Foto eben ein bisschen auszugleichen. Und natürlich auch, um es als Titel für dieses Layout zu verwenden. Als nächsten Schritt gehe ich meine vorausgewählten Journaling-Cards durch, ob mich da irgendwas anspricht, um als weiteres Papier quasi zu fungieren. Bei den Sachen war aber erstmal nichts bei, deswegen schaue ich, was ich hier an Die Cuts und Embellishment eben ausgesucht habe. Verschaffe mir hier erstmal einen Überblick, womit ich arbeiten kann. Einige der Schriftzüge oder Motive wiederholen sich eben auch des Öfteren. Ja, und dann habe ich hier noch 3x4 Journaling-Karten bei, unter anderem eben zweimal mit dem Grünmotiv und zweimal mit dem Orangenmotiv. Daher bietet es sich halt sofort für mich an, diese als Papierersatz zu benutzen und hier so einen Streifenlook quasi zu machen. Ja, bei den 2x2 Journaling-Cards, die ich hier habe, schaue ich eben, ob auch noch ein Motiv oder ein Spruch bei ist, der mir gefällt. Und da fallen mir diese drei grauen Karten auf mit den Kreismotiven. Und die habe ich mir erstmal beiseite gelegt, da ich halt hier überlegt habe, diese auszuschneiden, um es noch für meine Embellishment-Cluster zu nutzen. Hier ist ein einzelnes Chipboard-Teil mit dem Spruch Let's Go. Wollte ich jetzt nicht nochmal verwenden, weil ich eben schon den großen Schriftzug Let's Go on an Adventure habe. Daraufhin habe ich eben nochmal geschaut, was es sonst für Möglichkeiten gibt. Ich habe schon You Are Here und ein kleines Herz draußen gehabt und deswegen habe ich mich noch für den Pfeil entschieden, auf dem Destination steht. Ja, und
da mir so erstmal meine Ausrichtung der Bilder und Papiere gefallen hat, gehe ich wieder dazu über, diese als nächstes erst einmal aufzukleben. Dazu nutze ich wie immer mein T-Square-Lineal, um eben dafür zu sorgen, dass die Bilder und die Papiere auch schön ausgerichtet sind. Mein Titel hier, den bringe ich ein bisschen weiter nach unten versetzt auf, als ich es anfangs geplant hatte. Ich fand es dann im Endeffekt doch schöner, einmal nicht so eine große Lücke zwischen dem Bild und dem Titel zu haben. Und dann fand ich es auch interessanter, wenn der Fotoblock quasi nicht ein großer Block ist, sondern wenn da auch noch so eine kleine Stufe drin ist, wie ich sie jetzt eingebaut habe. Ja, als nächstes nehme ich mir dann meine 3x4 Journaling Cards vor und gestalte hier eben diese Streifenoptik. Auch hier benutze ich immer wieder mein T-Square Lineal. Falls jemand weiß, wie das Ding auf Deutsch heißt, dann könnt ihr es mir gerne mal sagen. Ich weiß nicht, ob das Architektenlineal ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es super praktisch. Ja, und damit steht quasi der Grundlook meines Layouts. Und wir können ans Verzieren gehen. Da habe ich hier diesen Globus, der jetzt noch eine neue Farbe, nämlich dieses Petrolblau mit reinbringt. Das findet sich in den Fotos wieder, deswegen hat es mich nicht gestört, da jetzt Blau als ein Embellishment quasi mit reinzubringen. Und es hat halt auch gut zu dem Titel gepasst. Und deswegen gestalte ich jetzt halt wieder alle Embellishment-Cluster so, dass in jedem ein Shipboard-Teil ist, ein flaches Die-Cut-Teil oder auch eben ähnliche Motive. Hier habe ich diese Pfeile, aber die haben mir eben nicht mehr so zugesagt. Deswegen habe ich sie gleich aussortiert. Dann habe ich dieses Ticket Admit One. Das habe ich auch nochmal als Sticker. Da ist dann halt auch die Frage, nimmt man eins oder beides? Und ja, wie vorhin schon angekündigt, hier sind die Kreismotive, die ich eben benutzen will, ohne dass ich sie als quadratische Karte quasi nutze. Deswegen schneide ich hier freihand die Kreise aus. Die sind nicht super schön kreisförmig. Man sieht, dass da so ein paar Ecken dran sind, aber das hat mich jetzt nicht gestört. Die andere Alternative wäre eben gewesen, zu meiner Sizzix zu gehen, um eine Stanze zu finden, die mir das perfekt ausschneiden kann. Aber dafür war ich zu faul. Ja, die drei ausgeschnittenen Kreise bilden dann quasi auch die jeweilige Basis für meine Embellishment-Cluster. Und auch hier die Farben habe ich wieder so angeordnet, dass zum Beispiel der grün ausgeschnittene Kreis mit dem Kompass nicht unten links in der Ecke ist, wo er gegebenenfalls mit dem grünen Papier aufeinandertreffen würde. Das habe ich eben versucht zu vermeiden. Hier widme ich mich jetzt dem Sticker, dem Globus. Den möchte ich eben noch mit Mussgummi ein bisschen Dimension verleihen. Und dafür schneide ich mir eben diverse Teile zurecht, so lange, bis eine gute Fläche vorhanden ist, die dem Ganzen Stabilität verleiht. Und da mir die grobe Ausrichtung der Elemente schon gefallen hat, gehe ich daran, die einzelnen Teile aufzukleben. Als erstes hier eben mein ausgeschnittener Kompass. Dann sehe ich eben, dass ich zwei von diesen Admit One Tickets habe, einmal als Sticker, einmal als Die Card und auch beide verwenden möchte, weil wir waren zu zweit, als wir diesen Park oder diese Tropfsteinhöhle eben besichtigt haben und deswegen kommen auch beide zum Einsatz. Als nächstes klebe ich meinen Globus auf und schaue dann, wo ich dieses Herz aufbringen kann. Und ob ich das eben noch mit weiteren Herzen ausverzieren kann. Auf dem Globus ist ja auch schon ein Herz drauf, deswegen wollte ich da nicht nur zwei haben, sondern noch ein paar mehr.
Das Herz ging dort eben unter, deswegen habe ich das mit dem Orangen ausgetauscht. Kommen noch ein paar Pfeilakzente dazu. Das Herz wird auch wieder mit 3D-Kleberpads aufgebracht. Und dann kann ich mich den weiteren Clustern widmen. Auch hier, wie ihr seht, der Kompass, der taucht quasi in jedem meiner Cluster auf. Ich habe also einmal die ausgeschnittene Kreiskarte in meinem rechten Cluster. In dem Cluster, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich das vorgefertigte Kompass Die Cut. Und in mein unteres Cluster, ist jetzt aktuell noch nicht da, aber auf meinem Stickerbogen habe ich nochmal so ein Flair-Sticker, der auch dieser grüne Kompass ist. Damit wiederholt sich dieses Element in jedem Cluster. Ist jetzt nicht zwangsläufig meine bevorzugte Art, wirklich das identische Motiv, so, was so spezifisch ist wie ein Kompass, in jedem Cluster drin zu haben. Aber irgendwie hat sich das hier einfach so ergeben. Es hat mich auch nicht gestört und im Endeffekt fand ich dann das Ergebnis sehr schön. Ja, bei den... Ach Quatsch, was mache ich hier? Bei den... Wie heißt das? Bei den Chipperteilen muss ich halt immer darauf achten, dass ich die nochmal mit Kleber versehe, weil die halten halt einfach gar nicht und das hier sind auch wirklich alte Chipboard-Teile, da hat der Kleber quasi komplett versagt. Ja, und dann widme ich mich auch schon meinem dritten Cluster und ja, klebe hier schon alles fest, weil ich mit der Anrichtung sehr zufrieden bin. Ja, jedes meiner Cluster hat jetzt auch eben einen Pfeil als Embellishment mit dabei und da habe ich eben den nächsten Kompass aufgeklebt. Hier schneide ich mir noch einen Sticker zurecht, der quadratisch rechteckig gedruckt war, aber halt so ein kleines Pfeilschildmäßiges Symbol war. Das habe ich mir entsprechend zurechtgeschnitten und noch in das obere Cluster mit aufgeklebt. Das sind meine übrig gebliebenen Sticker. Ich schaue nochmal, ob ich die eben irgendwo mit verarbeiten kann, aber es sagt mir alles nicht so wirklich zu. Ich finde, meine Cluster sind alle schon sehr gut gefüllt und ausgearbeitet, sodass ich die Sticker dann auch wieder verwerfe. Und hier habe ich noch dieses kleine Journaling-Teil, was ich eigentlich unbedingt auf das Layout aufbringen wollte, um eben eine kleine Einführung in diesen Ort oder diese Region zu bringen, aber es hatte halt nicht so wirklich gepasst. Deswegen zeige ich euch hier erstmal kurz, wie das Layout bisher aussieht. Und dann nehme ich von American Crafts mir zwei Stickerbücher vor. Einmal das hier von Jen Hatfield und schaue, ob da eben noch so ein paar kleinere Sticker bei sind, die ich für die Cluster nutzen kann. Und da stoße ich auch gleich hier auf, hier noch nicht, da auf diese durchsichtigen Sticker mit den Mädchen, die eben wandern. Und das passte da noch perfekt hinter meinen Titel. Und dann habe ich noch zwei weitere kleine Symbole, einmal den Wanderstiefel und einmal eine Landkarte, die ich eben auch noch in die Cluster mit einbringe. Passend zum Thema, Wandern, Landkarten, Kompass, Natur. Und das war es dann aus diesem Stickerbuch. Zu dem Zeitpunkt war ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass das ganze Layout fertig ist. Ich habe trotzdem nochmal einen Blick in das Stickerbuch von One Canoe 2 geworfen, einfach weil die Farben eben sehr ähnlich sind. Habe das schnell durchgeblättert, aber nichts Passendes gefunden. Und von daher habe ich dann zu guter Letzt mir meine Enamel Dots rausgenommen und zu schauen, was für eine Farbe ich hier noch auftrage. Der Kompass hat eben dieses tolle Petrolblau drin, was sonst im Layout aber fast gar nicht vertreten ist. Deswegen wusste ich, dass die Enamel Dots in dieser Farbe sein sollen. Und da suche ich jetzt eben nach einer
schönen Farbton, der passt. Hatte kurz überlegt, hier diese glitzernden zu nehmen, aber habe dann ein nicht glitzerndes Blau gefunden, was wirklich perfekt gepasst hat. Habe das dann noch wieder in jedem Cluster drei Stück, beziehungsweise in einem nur zwei, weil hiervon keine neuen Enamel Dots vorhanden sind, aufgeklebt. Und nachdem ich die Enamel Dots dann verteilt habe, habe ich mich noch mal ein letztes Mal dem Journaling Die Cut gewidmet und doch tatsächlich noch hier unten den Platz dafür gefunden. Ja, das bringe ich da jetzt noch auf. Dann setze ich noch mal ein paar Enamel Dots um, damit die kleine Karte hier quasi mit integriert wird und nicht so nachträglich aufgesetzt aussieht. Und das vollendet dann auch schon mein Layout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like oder auch ein Abo. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!